In Deutschland haben wir eine Sonderstellung. Also wir haben mehrere, aber im Automobilbereich haben wir eine Sonderstellung, und zwar Kombis. Nirgends sind sie so beliebt wie bei uns hier in Deutschland und speziell solche Kombis, wie wir heute zeigen, und zwar sportliche Kombis. Das heißt, man hat einen Sportler, man hat viel Platz und man hat ein schickes sportliches Design. Ich spreche vom Cupra Leon. Den bringen wir heute mit uns. Ja, wir haben ihn noch nie vorgestellt tatsächlich. Den Cupra Leon natürlich schon, aber nicht den Kombi, wie er bei Cupra genannt wird, Sportstourer. Und das ist ein ganz, ganz besonderer, denn das ist die Cup-Version. Das heißt, die sportlichste Version, die ihr vom Cupra Leon bekommen könnt. Und die werden wir euch heute natürlich näher bringen, werden aber auch allgemein zum Cupra Leon natürlich ein paar Takte sagen. Ihr werdet also auch über die Motorisierung von allen Varianten zum Beispiel was erfahren. Den schauen wir uns heute in einem schönen Weiß an. Nicht nur im Außenbereich, sondern auch im Interieur. Wir werden über die Technik sprechen. Wir werden natürlich auch eine schnelle Runde damit fahren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest 3 4 am Golfplatz im schönen Schwarzwald mit dem Cupra Leon ST. Ja, wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dürft ihr uns gerne abonnieren. Das freut uns nicht nur, sondern wir wachsen dadurch und können euch immer mehr solche schicken Flitzer zeigen wie den Cupra Leon ST, der derzeit bei 35.425 Euro startet, als Kombi eben. Dann aber natürlich nicht so, wie er hier neben uns steht. Im Fazit werden wir natürlich die ganzen Preise aufdröseln und ich habe auch die Abt-Preise mit dabei, denn wir haben ja hier nicht nur die Cup-Version, sondern auch dann noch gleichzeitig die leistungsgesteigerte Cup-Version. Wenn, dann machen wir es richtig. Wir starten aber natürlich wie immer hier an der Front, die jetzt komischerweise nicht wie im Intro weiß ist, sondern hier in diesem Kupfer, das wurde foliert, richtig cool. Motorhaube schön eingepasst, dann haben wir den typischen anthrazitfarbenen Kühlergrill von Cupra, sehr, sehr, sehr schick mit dem Cupra-Logo. Da haben wir hier auch eine schöne Anthrazit-Elemente eben noch hier und auch nochmal hier so eine Lippe. Auch das sieht natürlich nochmal sportlich aus, ein paar Lufteinlässe. Also das ist schon wirklich schön gemacht. Mir gefällt der Cupra allgemein. Unten sehen wir dann noch die Plakette für die ganze Sensorik der Assistenz. Nebelscheinwerfer gibt es auch noch. Es ist immer LED beim Cupra Leon, je nach Ausstattung auch Voll-LED. Und jetzt kann man eben auch noch für 700 irgendwas ein Matrix-LED-Lichtscheinwerfer dazu buchen. Das haben wir auch gemacht. Das heißt, vorausfahrende wie entgegenkommende Verkehrsteilnehmer werden immer schön ausgeblendet und ihr habt trotzdem vollstes Fernlicht. Könnt gerne bei unserem Cupra Formentor VZ Tiger Edition Video vorbeischauen. Dort haben wir es euch mal eingeblendet, wie das aussieht. Also es funktioniert auf jeden Fall richtig gut und alles ist in LED. So, ich komme noch mal nach oben. Wir laufen schon mal Richtung Seite und da könnt dann ihr immer schon mal drunter schreiben, was ihr vom Design des Cupra Leon als Kombi haltet. Zunächst was über die Abmaße. 4,66 Meter ist er lang, 1,80 Meter ist er breit und 1,44 Meter ist er am Ende des Tages hoch, damit ihr wisst, ob er bei euch reinpasst. Wir haben jetzt das optionale Panoramaglasdach, passt natürlich trotzdem in dem Fall jetzt perfekt zur schwarzen Folierung. Das Dach haben sie schwarz foliert und dann ist es schön eingepasst. Innenraum ist dann nochmal heller durch das Panoramadach. Ich würde es immer nehmen. Natürlich geht ein bisschen Kopffreiheit dadurch verloren. Schwarze Dachreling. Dann haben wir jetzt abgedunkelte Scheiben auch, schwarze Umrandungen. Dann geht das hier schön mit der Folierung über von diesem Kupfer ins Weiße. Kommen wir gleich zu, wie die Farbe heißt. Cup-Modell heißt natürlich nicht nur, dass man im Innenraum ein paar Highlights hat, sondern wir haben dann auch zum Beispiel diesen schönen anthraziten Seitenschweller, der das ganze Auto noch mal breiter wirken lässt und halt einfach ja, für die Aerodynamik da ist und aber auch am Ende für die Optik. Auch Anthrazit Rückspiegel, das ist Serie. Wer da aber noch mal ein Tüpfchen mehr will, kann dann Carbon nehmen, entweder Black, also ganz klassisches Carbon, oder Carbon Kupfer. Also Copper. Und das passt natürlich zu Cupra richtig gut. Haben wir euch bei der Special Edition des Cupra Tekers gezeigt. Das ist wirklich extrem geil. Würde ich definitiv machen. Kostet allerdings natürlich extra. Dann immer mit dabei. 18 Zoll geht es ja los. Wenn wir da noch über die Felgen sprechen wollen. Bis 19 Zoll gibt es beim Cupra Leon ST. Wir haben jetzt aber immer durch Cup diese 19 Zoll mit dabei. Was man noch optional machen kann, ist die Bridgestone-Bereifung dazu. Die sind nahe semi-slick und kleben halt noch mal ein bisschen besser an der Straße. Dann kann man die Leistung hier gerade bei diesem Modell, wenn wir bei den Motoren drauf kommen, halt noch mal besser auf die Straße bringen. Und wir haben jetzt hier auch noch eine Tieferlegung, 25 bis 30 mm von Abt mit dabei. Und es gäbe natürlich auch noch Abt
Felgen, aber warum ich die nicht nehmen würde, sage ich dann im Fazit. Das sind die schönsten Cupra-Felgen, die es so für den Leon gibt, wie ich finde. Richtig schönes Design mit diesem schwarzen Kupfer und passt natürlich zu dem Fahrzeug. Der letzte Punkt ist, den habe ich jetzt ein bisschen nachgezogen, normal sind die Felgen ja der letzte Punkt, die Farben. 8 Farben gibt es, wir haben das Neveda Weiß, das ist das aufpreispflichtige Weiß, das etwas hochwertigere Weiß. Ich würde aber eine der 2 Mattlackierungen geben. Das ist das Magnetic Grau Matt, was es gibt, oder das Petrol Blue Matt. Und das würde ich nehmen, matt blau. Geiler geht es für einen Blau-Fan nicht. Wir haben jetzt hier natürlich einen Spoiler, aber zusätzlich zum Cup haben wir nochmal so einen Spoiler-Spoiler, also eine Spoiler-Lippe drauf, die wird hier nochmal unterbrochen. Mega cool, auch in Anthrazit. Für den normalen Leon gäbe es sogar einen Carbon, sieht natürlich nochmal ein bisschen besser aus. Abgelungene Scheiben natürlich dann auch hier. Was mir besonders gut bei den Cupra-Modellen gefällt, durchgängiges Leuchtenband. Alles in LED, Blinker sind sogar dynamisch. Cupra-Logo, Cupra-Schriftzug. Was ich ein bisschen schade finde, die Rückfahrkamera ist außenstehend. Und ihr seht es schon, man hätte es unter das Logo machen können, weil das ist auch so eine Klappe. Hätte man also machen können. Ein Diffusor mit den matt-schwarzen Endrohren, vierflutig, sieht gut aus. Gibt auch so ein bisschen was an Sound. Ist meiner Meinung nach aber nicht lauter geworden durch die Cup-Version. Werde aber das sicherlich im Laufe des Videos, wahrscheinlich kurz vor dem Fahreindruck, auch mal noch eine Soundprobe hören. Ist jetzt aber nicht extrem laut, also ist nicht vergleichbar mit zum Beispiel Akrapovic. Ja, das nicht. Was ihr aber natürlich wissen wollt, und das ist natürlich auch der große Vorteil, elektrische Heckklappe kostet übrigens extra des Kombis. Das heißt, wir haben ein sportliches Fahrzeug, haben aber halt immer noch die Möglichkeit, eben viel einzuladen. Wenn ich jetzt dieses... Okay, nur nach unten, stimmt, nur nach unten drücken, dann fährt es nach hinten. Was ich euch sagen wollte, bevor wir über das Kofferraumvolumen sprechen, hier ist nochmal extrem viel Platz, um Kleinzeug zu verstecken, Warndreieck, Warnwesten und so weiter. Also das ist nochmal wirklich genügend Platz, habt ihr jetzt auch mit Hilfe des Details gesehen. Jetzt wollt ihr aber natürlich Zahlen wissen, 620 Liter gehen hier rein, bis tatsächlich 1600 Liter, also das ist schon genug für die Klasse. Könnt ihr auf jeden Fall einen guten Wocheneinkauf mitmachen in Urlaub. Wir haben eine LED-Beleuchtung für den Kofferraum. Wir haben auch die Möglichkeit, von hier hinten das Zeug einfach umzuklappen. Also das passt schon. Wir haben eine Taste, um den Kofferraum wieder zu schließen. Und was es auch gäbe, fährt dann so elektrisch raus, ist eine Anhängerkupplung und das hat eine Stützlast von 80 Kilo. Damit könnt ihr dann aber 750 Kilo ziehen, wenn der Hänger keine eigene Bremsanlage hat. Hat er eine eigene, dann könnt ihr bis zu 1700 Kilo mit dem Leon Sportstourer ziehen. Ist nicht bei jedem Sportstourer so, bei unserer Cup-Version können wir es allerdings. So, ihr seht den Motor, das ist ein 2 Liter Vierzylinder, aber darum geht es erstmal gar nicht. Da werdet ihr erstaunt sein, ne? Wie ihr es von uns kennt, erzähle ich euch natürlich alle Motorisierungen, die es denn für den Cupra Leon Sportstourer denn so gibt. Und am Ende gibt es erste Infos über unseren Motor. Und ich muss sagen, die Vielfältigkeit, die ist hier gegeben. Es gibt nämlich alles, was ihr euch vorstellen könnt. Es gibt einen Mild-Hybriden, es gibt einen Plug-in-Hybriden mit 204 PS Systemleistung und 245 PS Systemleistung. Und es gibt sogar einen Diesel und den mit 150 PS, entweder mit Schaltgetriebe oder Automatik. Und dann kommen die Benziner, jede Menge Benziner. 150 PS, 190 PS, 245 PS, 300 PS und dann 310 PS. Warum 300 und 310 PS? Denn alle Motorisierungen sind frontangetrieben, bis auf den 310er, den wir jetzt heute auch mitbringen. Das ist ein allradangetriebenes Modell, wieder also der Golf R auch. Ja? Das heißt, der hat jetzt Allrad. Wer also Allrad möchte, muss 310 PS nehmen. Aus dem 2 Liter Vierzylinder mit normal eben 310 PS, 400 Newtonmeter. Wir haben jetzt aber das Abt. Paket, also die Abt Powerbox, wenn ihr da mal gucken wollt, die ist da rechts installiert. Das heißt, wir haben dann nochmal 60 PS mehr, 50 Newtonmeter mehr und 0,3 Sekunden sind wir schneller. Umgerechnet heißt das in Zahlen, wir haben also jetzt hier vor uns stehen Allrad angetrieben, 370 PS, 450 Newtonmeter und 4,6 Sekunden anstatt 4,9 und bei 250 bleibt und ist dann Schluss. Ja, also wirklich ein schönes Ding. Ob man die Abpower braucht oder allgemein, da werden wir natürlich dann im Fazit nochmal drüber sprechen. Und wie viel er Spaß macht, werdet ihr beim Fahreindruck sehen. Jetzt kommen wir natürlich noch zu einem unangenehmeren Punkt und das ist das Thema Verbrauch. Mit 8,5 Litern ist angegeben, kombiniert 192 Gramm CO2-Stütze auf dem Kilometer aus und 50 Liter glatt gehen in euren Leon Sportstourer rein. Ja, man kann
sagen, dass man den Verbrauch definitiv toppen kann. Wenn man jetzt normal fährt oder halt eben auch mal die Sportlichkeit nutzt, dann ist man drüber. Also mein Normverbrauch lag bei 9,2 Liter, da waren sportliche Fahrten dabei, sparsame Fahrten. Und natürlich fahren wir den generell ein bisschen sportlicher als ihr nachher, weil wir den ja nur 2 Wochen haben und da natürlich alles testen müssen. Wenn man definitiv im Cupra-Modus unterwegs ist, die Serpentin genießt, ist man zweistellig unterwegs. Man kann es aber auch deutlich drunter schaffen. Das liegt dann im Ermessen von euch. Ich werde euch jetzt gerade mal, ich versuche es gerade irgendwie mal noch groß zu holen, meinen Bestwert rausholen. Es ist ein bisschen unscharf fotografiert, vielleicht kann man es aber trotzdem noch erkennen. Und zwar 5,8 Liter war tatsächlich mein bester Verbrauch. Jetzt werdet ihr natürlich erstaunt sein. Klar, da bin ich sehr vorausschauend gefahren und bin natürlich auch nicht über 100 gefahren. Und es war ein Mix zwischen Stadt und Überland. Ihr wisst es, bevor es reingeht, zeigen wir euch den Schlüssel. Cupra-Logo anstatt VW oder Skoda-Logo ist dann hier das Cupra-Logo. Und dann öffnen für Regeln und Kofferraumtasten an der Seite die Taste für den Schlüsselbad. Wir haben jetzt hier das Keyless Go, das heißt, man bräuchte den Schlüssel nicht unbedingt. Das haben wir hier vorne tatsächlich nur. Dann wir haben jetzt die Zündung an, dann klappen die Spiegel ein, das Fahrzeug ist verriegelt. Hier hinten haben wir es leider nicht. Das ist noch so ein Punkt, der mir tatsächlich fehlt. Gerade bei einem Kombi eine praktische Sache, dann könnte ich hier hinten einfach kurz meine Tasche oder so jemand reinschmeißen und könnte dann wieder verriegeln. Also das wäre bei einem Facelift tatsächlich eine schöne Sache. Ich gehe jetzt aber rein und zeige euch das Interieur. So, dann sind wir eingestiegen. Es ist tatsächlich wahnsinnig heiß mal wieder. Und dann erstmal was zu den Materialien der Türen. Die sind überall schön weich, hier oben unterschäumt. Wir haben hier dieses schöne Dekor beledert, hier um den Arm rum. Weiter unten ist es natürlich dann härter, aber das ist kein Problem. Das ist auch bei höherpreisigen Fahrzeugen so. Wir haben die optionale Beats-Anlage, die macht einen guten Klang, wer noch ein bisschen Musik mag und nicht immer auf den Sound der Außengeräusche fixiert sein möchte, der kann die auf jeden Fall dazu buchen. Das Dashboard ist auch schön weich beledert. Wir haben kein Head-Up-Display, das gibt es nicht beim Leon. Wir haben auch hier weiche Materialien, hier wieder dieses Dekor und ab hier ist es dann tatsächlich überall Hartkunststoff. Kein Piano-Lack in der Mittelkonsole, gefällt mir sehr gut. USB-C-Anschlüsse haben wir, ein induktives Ladefach haben wir. Dann war ja bei Shift für das Automatikgetriebe. Dann haben wir hier ein paar Ablagefächer, die man jederzeit sauber machen kann, indem man das einfach rausholt. Ich hoffe, ihr habt es jetzt gesehen. Und natürlich elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion, Cupholder und einer schönen breiten Armauflage, die man auch von der Höhe und nochmal von der Länge fixieren kann. Genau, wir haben ja hier Cupra-typisch diese Ambientebeleuchtung, die einmal ringsrum geht. Und hier an der Tür und jeweils an der anderen Tür natürlich auch, ist es dann auch nochmal der Totwinkelassistent. Ja. Und zusätzlich auch so ein Warner. Das heißt, es leuchtet dann so, pulsiert dann so rot, wenn man da die Tür aufmacht und da wäre dann irgendwas. Also das spielt dann mit einem. Das Lenkrad ist Cupra-typisch, wie ich es finde, tatsächlich eines der schönsten. Schöner Cupra-Pralltopf, dann die 2 Satelliten, wo man den Cupra-Modus einschalten kann oder allgemein in den Fahrmodis rumspringen kann, Auto auch starten und ansonsten natürlich hier den Travel Assist steuern kann oder das digitale Cockpit. Die Schaltpedals sind natürlich aus Plastik, sind aber dann von meiner Seite aus nochmal mit Anthrazit umhüllt. Ihr dürft euch mal kurz noch das digitale Cockpit anschauen, das ist auch schön gemacht. So habe ich es eingestellt. Gibt es aber natürlich verschiedene Views. Man kann auch so eine reduzierte Anzeige haben oder halt eben auch eine sportliche Anzeige, so wie ihr es jetzt gesehen habt, oder halt klassischer Tacho. Ja, für jeden was dabei. Ich habe den Tacho so ein bisschen um die Navigation rumgeschmissen. Finde ich so am schönsten und ich denke, das ist auch schön gemacht. Gerade auch, dass der Drehzahlbegrenzer dann auch nochmal in dem Kupfer ist, wie wir es hier überall finden, also am Lenkrad und auch die Umrandungen der Lüftungszonen haben wir überall diese Kupferelemente. Wenn jetzt noch ein bisschen hoch geht, sehen wir das Infotainment-System. Das ist jetzt nicht mehr, also ja, es ist immer noch nicht so richtig flüssig, ja, aber es hängt sich zumindest nicht auf, das ist schon mal das Wichtigste. Aber gerade bei der Navikarte seht ihr das, dass es nicht so 1:1 flüssig mitläuft. Aber es reicht ja schon mal, dass sich nichts aufhängt, das hat sich verbessert und das war mir das Wichtigste. Aber das schnellste und flüssigste System ist es nach wie vor nicht. Ansonsten ist es aber leicht zu verstehen, man findet sich sehr schnell zurecht, man kann alles einstellen, was man möchte. Die Fahrassistenz, die Ambientebeleuchtung und so weiter und Apple CarPlay Android Auto ist wireless möglich. Diese Leisten hier unten sind weiterhin noch nicht beleuchtet, aber das kommt ja bei VW jetzt, dann kommt es vielleicht bei Cupra auch. Der letzte Punkt ist das Thema Platzangebot. Ich bin nach wie vor 1,85, daran hat sich nichts geändert. Wir haben das Panoramadach, wie ihr seht,
dazu bekommen. Das heißt, der Dachhimmel kommt nach unten und dann stoße ich hier nicht an. Aber es ist auch nicht mehr viel Platz. Also ich sage jetzt mal 1,90 wird vielleicht noch gehen. 1,95 wäre dann schon knapp und stoßt dann auf jeden Fall an. Dann solltet ihr lieber das Panoramadach weglassen. Ansonsten habe ich aber genug Platz auch zur Tür und sonst auch genügend Platz. Das ist also überhaupt kein Problem. Und das Panoramadach an sich ist auch sehr groß, also es öffnet auch sehr weit. Es gibt natürlich auch noch ein Sonnenschutzrollo, könnte man dann auch verriegeln oder halt schließen. Also es ist eine schöne Öffnung, kommt auch schön Luft rein und Helligkeit. Wer das möchte, kann es dazu buchen. Wer größer ist als ich, sollte lieber nochmal Probe sitzen beim Cupra-Händler des Vertrauens. Jetzt schauen wir es uns hinten noch an. So, dann nehmen wir auch natürlich nochmal hier hinten Platz. Da muss ich leider kritisieren, das gefällt mir tatsächlich, gerade wenn wir das sportlichste Modell haben, nicht so gut. Wir haben hier schon oben harte Materialien, um den Arm rum bleibt es aber natürlich weich. Dann, was das Schöne ist, wenn man hier hinten sitzt, dann sieht man natürlich die Rückschale des Carbon-Schalensitz. Wirklich schön gemacht, gefällt mir einfach gut und wer die maximale Sportlichkeit will, sollte die auch nehmen und sind auch bequeme Sitze davon Sabelt. Die 3-Zonen-Klimaanlage heißt eben, dass wir hier die auch nochmal einstellen können von der Zirkulation und der Temperatur und 2 USB-C-Anschlüsse finden wir dann hier auch noch und einen großen Mitteltunnel durch den Allrad. Isofix-Punkte finden wir an den äußeren Sitzplätzen auch natürlich hier dann der Ledersitz, hier in dem Fall eben jetzt in Schwarz, gäbe es aber halt auch noch in Blau. Eine Durchreiche hat man für die schönen Anglerfreunde, eine Armauflage mit Cupholder, passt der Arm auch noch schön dran vorbei, genauso muss es sein. Zu dritt, hier hinten wird es ein bisschen beengter, die Sitzfläche ist allerdings noch schön weich, aber durch den großen Mitteltunnel muss der seine Beine halt bei uns unterstellen, dann wird es schon ein bisschen enger und dann würde ich es begrenzen auf maximal eine Stunde oder zwei. Wenn man jetzt hier nur zu viert insgesamt sitzt, also zu zweit hier hinten, dann ist es gar kein Problem, dann habe ich mit meiner Körpergröße auch noch Platz. Ihr seht es ja, der Sitz auf mich eingestellt. Nach oben stoße ich ein bisschen an, weil der Dachhimmel natürlich runtergekommen ist durch das Panoramadach. Wenn ich mich jetzt aber ein bisschen reinfallen lasse, dann komme ich überall gut hin und stoße auch nirgends mehr an. Und dann könnte ich hier bequem den ganzen Tag mitfahren. Das ist also durchaus kein Thema. So, wir starten mit dem Fahreindruck wie immer. Davor zeigen wir euch aber immer die Kamera und die ist jetzt hier sichtbar. Die Linien lenken natürlich mit. Die Darstellung ist jetzt hier am Tag völlig in Ordnung. In der Nacht könnte es noch ein bisschen besser sein, aber man erkennt natürlich trotzdem immer die Hindernisse, parkendes Auto oder Garagentor, egal wo man ranfährt. Dann starten wir immer, auch wenn wir ein sportliches Auto haben, mit unserem normalen Fahreindruck. Denn man fährt das Auto ja nicht jeden Tag sportlich. Dann werden wir uns auf die zweispurige begeben für die neuen Zuschauer, um die Assistenz mal noch zu zeigen. Und am Ende gibt es den sportlichen Fahreindruck auf unseren Serpentinen. Ja, wir haben hier das 7-Gang DSG. Es gibt da durchaus auch noch Schaltervarianten beim Cupra. Allerdings sind das nur die 150 PS Varianten. Alle anderen haben dann das 7-Gang DSG und das schaltet butterweich. Also ich bekomme vom Schaltvorgang nichts mit. Sei denn, ich bin natürlich im S-Modus und im Cupra-Modus. Das heißt, sportliche Fahrweise, dann bekomme ich natürlich schon so ein Ruckeln mit. Das ist dann aber auch in Ordnung in der sportlichen Fahrweise. So im Alltag bekomme ich dann nichts mit. Fahrgeräusche sind auch erst ab dreistelligen Geschwindigkeiten zu hören. Je nach Wind natürlich auch bei 100 schon. Ansonsten halt auch erst bei 120 oder schnelleren Geschwindigkeiten. Ansonsten fährt sich das Auto trotz jetzt auch der Tieferlegung und den 19 Zoll sehr komfortabel. Wir haben ja auch das DCC, das heißt das adaptive Fahrwerk, das ist ja beim VAG-Konzern ohnehin eine sehr, sehr tolle Sache, wie ich finde, wenn man eben diese Spreizung zwischen Komfort im Alltag, aber auch dieses Knackige und Sportliche dann, wenn man es möchte, die Spreizung, finde ich, bekommen sie einfach sehr, sehr gut hin. Also jetzt hier eben im Komfortmodus, Automatikgetriebe in D, ist es halt wie ein ganz normaler Seat Leon, ja? Kein Cupra, sondern ein ganz normaler Kombi, Golf 8 Kombi, was weiß ich, ein Skoda. Da fahre ich einfach durch die Gegend und mache mein Zeug, gehe einkaufen, bringe die Kinder weg A nach B und es ist halt einfach komfortabel. Ja? Und das ist halt wichtig bei so einem Kombi oder bei so einem sportlichen Kombi, dass ich eben diese Spreizung habe und die bietet halt eben der Cupra Leon und das selbst als Cup-Version und das selbst als Cup-Version mit der Abt Leistungssteigerung und Tieferlegung. Was auch noch so ein bisschen für den Alltag, denke ich mal, nicht unerheblich ist, ist die Rundumsicht. Wir sehen da vorne natürlich gut raus.
auch nach hinten habe ich eine gute Sicht. Seitenfenster sind groß genug. Es bleibt hinten natürlich, aber wie bei den meisten Fahrzeugen, ein toter Winkel an der C-Säule. Den kann ich mit Totwinkelassistent, den Spiegeln, dem eigenen Kopf, aber gut ausmerzen. Ich hätte da jetzt keine Probleme. Wie gesagt, das Totwinkelsystem, das warnt auch rechtzeitig. Also da kriege ich auf jeden Fall immer alles mit. Von dem her, auch wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen Gas gebe, auch da merkt man dann den Schaltvorgang nicht so direkt, wie jetzt, wenn man im Sportmodus unterwegs ist. Und der Vorteil ist aber trotzdem, dass ich noch die Leistung jetzt hier im Komfortmodus trotzdem da habe. Das heißt, ich muss jetzt also nicht unbedingt in den Sportmodus wechseln, um nur mal kurz zu überholen, sondern der Sport- bzw. Cupra-Modus ist tatsächlich dafür da, um wirklich die Straße ein bisschen sportlicher zu räubern. Das heißt, gerade die Kurven oder halt von mir aus auch die Autobahnen. Wobei mir so ein sportliches Auto tatsächlich in den Kurven immer mehr Spaß macht, wenn man da einfach ein bisschen besser agieren kann. Die Lenkung ist jetzt hier nicht so direkt im Normalmodus. Das ändert sich nochmal so ein bisschen leicht, hatte ich das Gefühl, im Sportmodus. Aber sie könnten auch ein Tacken direkter sein tatsächlich. Aber so für den allgemeinen Betrieb war das völlig in Ordnung. Ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, fährt er sich gut, schön angenehm, schön leise und auch vor allem komfortabel. Das ändert sich dann, wenn man in den Sportmodus wechselt. Wir werden euch aber jetzt natürlich noch die Assistenz zeigen, denn der Travel Assist hat auch nochmal einen Zukömmling bekommen quasi. Genau, ich habe den Travel Assist auf 110 km/h eingeschalten. Das heißt, das Fahrzeug lenkt dann auch schön mit. Wenn ich den nicht eingeschalten hätte, dann würde er trotzdem verhindern, dass ich von der Fahrspur komme. Ja, würde aber natürlich nicht mittig mitlenken. Was ist jetzt noch hinzugekommen mit dem Travel Assist? Ich möchte es euch kurz erzählen. Der Spurwechselassistent. Ja, der Assistent, den ich nicht so verstehe, aber jetzt alle mit einbauen, hat jetzt auch eben der Cupra bzw. die Cupra-Modelle, die den großen Travel Assist mit dabei haben. Das macht er auch gut. Er erkennt, okay, da kommt nichts und dann wechselt er autonom die Spur. Ich muss aber meine Hände am Lenkrad haben. Zudem, was man noch dazu sagen muss mit dem Travel Assist, ist natürlich nicht nur, dass es ein adaptiver Tempomat ist und er automatisch abbremst, wenn einer vor ihm fährt, sondern er reagiert auch auf die Verkehrseinflüsse, zum Beispiel schwere Kurven oder Kreisverkehre und übernimmt natürlich auch automatisch die Verkehrsschilder. Funktioniert super, die Verkehrsschilder hat er auch immer super erkannt, da gab es auch nie Fehler. Er hat auch die limitierten Schilder gut erkannt. Einmal hat er ein Ortsschild nicht erkannt, aber ansonsten gibt es da eigentlich nichts auszusetzen. Der Totwinkelassistent ist, wie gesagt, hier in der Ambientebeleuchtung mit drin und er warnt 4 Fahrzeuglängen vorher. Somit wird man immer rechtzeitig gewarnt und ja, auch das funktioniert dementsprechend wirklich gut. Man kann sich hier also vollkommen auf die Assistenz verlassen und die ist auch zu keiner Zeit ausgefallen. So, wir sind bei uns in Serpentin. Wir sind im Cupra-Modus. Das Getriebe steht auf S. Wir lassen also schalten und wir können hier richtig schön in die Kurven liegen. Die Reifen haben richtig gut Grip. Die Bremsen packen auch noch mal gut mit an, die Brembo-Bremsen. Ich kann hier noch mal schön rausbeschleunigen jetzt auch. Und hier noch mal und zack. Und dann geht es wieder nach vorne. Also man vergisst dann doch schnell, dass man eigentlich einen Kombi unterm Sessel hat. Es geht so flott nach vorne, dass ich vergessen habe zu sagen, was ich sagen möchte. Hier, die Schalensitze, die haben ihn auch gut im Griff. Das heißt, wenn man hier wirklich mal sportlich fährt, dann braucht man keine Angst haben, dass man da durch die Gegend fliegt. Also da sitzt man schon wirklich fest dran. Und gerade so eine Serpentine, wie wir sie natürlich bei allen unseren sportlichen Fahreindrucken immer die gleiche nehmen, aber da haben wir natürlich auch immer so einen schönen Vergleich. Da kann man so ein Auto halt eben auch gut ausleben. Ich finde Autobahn stupid, Vollgeschwindigkeit kann jeder. Natürlich ist es auch mal spannend mit so einem Auto, aber ich finde, mit so einem sportlichen Auto macht es halt mehr Spaß, hier diese Serpentinen zu nehmen. Ich meine, ihr könnt jetzt auch mal schön rausschauen, dann seht ihr auch mal noch mal in die Aussicht. Schön am Ortsausgang hier raus beschleunigen, in die Kurve rein. Dann kann man hier noch mal die Bremse ein bisschen antippen. Wie gesagt, die packt gut dran. Wir haben auch kein Untersteuern dann in den Kurven. Und man kann hier also wirklich schön mit 90 in diese schwere Kurve rein. Wir haben hier wirklich gut Grip. Alles hat jetzt auch Temperatur, passt. Und ich kann hier wirklich schön reinlegen. Also es ist wirklich richtig gut gemacht. Hier spielt alles ziemlich gut miteinander. Nochmal schön hier die Bremse nutzen und dann hier in die Kurve legen. Und dann schön raus beschleunigen. Also es ist wirklich klasse, was das Fahrzeug hier abliefert. Und macht halt auch extrem Spaß. Und da braucht man auch wirklich keinen Schalter mehr. Klar, die Puristen werden was anderes sagen, aber ich finde, es macht so Spaß. Jetzt werden wir nochmal eine Launch-Kontrolle machen, hier im Cupra-Modus, damit er die Beschleunigung auch einmal erlebt hat. Launch-Kontrolle aktiv und
Jawohl. Da kommt einfach der Allrad durch. Und 100 stehen schon. Das ist halt das, wo wirklich der Fronttriebler komplett abkacken würde. Die Launch Control. Da ist einfach gut, wenn man einen guten Reifen hat und dann halt auch wirklich die Kraft von allen Reifen benutzen kann. Schön den Allrad. Das ist eben der Vorteil vom Golf R und eben auch hier den Cupra Leon ST. Das ist wirklich ausschließlich 310 PS Variante des Cupra Leon ST. Der normale Cupra Leon hat ja gar keine Allrad-Variante. Also wer wirklich dieses Design von Cupra Leon möchte, der muss am Ende des Tages tatsächlich den Kombi nehmen, wenn er Allrad möchte. Und dann halt auch eben die 310 PS Variante. Ja. Und ich muss sagen, das ist jetzt wirklich kein Witz, ich habe euch ja schon immer gesagt, ich würde designtechnisch immer den Cupra vorziehen. Es gab aber immer zwei Punkte, die mich noch abgehalten haben. Matrix-LED-Licht und Head-Up-Display. Jetzt haben wir das Wichtigere davon auch, Matrix-LED-Licht. Über ein Head-Up-Display könnte ich noch drüber hinwegsehen. Und ich würde definitiv den Cupra Leon, dem Golf R, vorziehen. Vor allem beim Kombi gibt es ja beim Golf R die Akrapovic auch nicht. Deswegen macht soundtechnisch auch nicht mal einen Unterschied. Und das Ding hier macht einfach wirklich Spaß. Und man hat hier halt wirklich diese große Spreizung, Komfortabilität, viel Platz im Kofferraum und jede Menge Spaß am Sonntag mit den Jungs. Und ich sage euch eins, das ist halt wirklich toll. Jetzt gehen wir ins Fazit und sprechen natürlich noch drüber, was kostet's. So, was geht also jetzt los da rein? Was haben wir euch jetzt im Prinzip hier gezeigt? Im Prinzip haben wir euch die Cup-Version gezeigt, auch noch von Abt, aber ich halte den Ball da ja immer sehr neutral. Aber ich wollte euch natürlich die Cup-Version mal zeigen. Und für wen ist jetzt im Speziellen die Cup-Version was? Im Speziellen ist die Cup-Version für diejenigen was, die allgemein den Cupra Leon in einer relativ hohen Ausstattung genommen hätten und auch von einer hohen Motorisierung her und halt dann eben diese Sportlichkeit, die der hohe Motor bringt, dann halt auch noch mit der Optik, dem Seitenschweller und vor allem halt dann auch noch mit den Sitzen unterstreichen möchten. Also diese Carbon-Schalensitze, die wir ja vom VZ5 erstmals kennengelernt haben, die unterstreichen halt die Sportlichkeit beim Fahren, aber halt auch von der Optik. Also die sehen halt wirklich schön sportlich aus. Wenn man die sitzt, wenn man die Sitze sieht, weiß man gleich, aha, der Kollege hat etwas Sportliches. Ansonsten, ja, finde ich es trotzdem cool, was sie für eine Vielfalt an Motorisierungen bieten. Das heißt, wenn ihr jetzt hingeht und sagt, cooles Video, coole Cup-Version, brauche ich am Ende aber nicht. Dann könnt ihr auch einen legeren 150 PSler nehmen, Diesel oder Benziner. Dann habt ihr auch die schöne Optik, habt aber natürlich nicht so viel PS, wenn es euch jetzt nur rein um die Optik geht. Oder nehmt einen Plug-in-Hybriden oder ihr habt halt dann nur 190 PS oder halt auch einen GTI-Motor mit 245 PS und so weiter. Also da gibt es ja doch jede Menge Variationen. Denkt dran, das sind halt alles Fronttriebler. Wer den Allrad haben möchte, zwecks Sportlichkeit, wenn man da halt nochmal besser wegkommt. Und aber auch Winter, denkt dran, hier bei uns im Schwarzwald oder im Allgäu, wo auch immer ihr wohnt, da kommt halt öfters doch auch mal noch der Schnee. Und dann ist halt so ein Allrad auch nicht schlecht. Ansonsten ist der Kombi auch meine Wahl. Ich mag auch den normalen Leon, den haben wir auch schon gegen den BMW verglichen. Cupra ist eh eine richtig geile Marke. Aber der Kombi, wie gesagt, das ist so ein Deutschland-Ding. Ich liebe das sowieso. Wir haben eine sportliche Optik, wir haben viel Platz hinten. Und wir haben ein sportliches Fahrgefühl auf Wunsch oder komfortabel. Im Prinzip ist das eine eierlegende Wollmilchsau. Man hat alles. Und jetzt auch eben mit den Matrix-LED-Lichtscheinwerfern und den Cups-Modellen ist das eben vollkommen. Also ich finde ihn richtig, richtig schön und auch sportlich oder halt komfortabel. Also das Gesamtpaket, das ist es am Ende eben, das da einfach stimmt. Ob man jetzt das Abt-Package braucht, weiß ich nicht. Oben raus merkt man es eher mit der Leistungssteigerung. Ja. Da kommt tatsächlich das ein bisschen raus. Ansonsten reichen die 310 PS aber auch. Die Tieferlegung, klar, das ist so eine optische Sache. Das macht auf jeden Fall was her. Die Felgen von Abt, die würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, weil das macht ja gerade dieses Kupfermäßige so ein bisschen aus bei Cupra. Ja, wir haben innen drin die Cupra-Elemente, wir haben das Logo. Und wenn man dann auch noch das bei den Spiegeln nimmt, dann würden die Felgen hier, die man jetzt hier dran sieht, ja viel besser passen, wie jetzt zum Beispiel die Abfelge. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Also ich würde bei den Felgen bei denen bleiben, würde tatsächlich die Tieferlegung nehmen. Bei der Leistungssteigerung weiß ich noch gar nicht, ob ich das machen würde, weil die 310 reichen am Ende auch aus. Jetzt kommen wir aber mal zu den heißen Fakten. Ich habe ziemlich viel für euch rausgeschrieben. 35.425 ist ja der Startpreis. Dann habe ich für euch noch was rausgeschrieben. Und zwar habe ich für euch jetzt mal rausgeschrieben,
die Cup-Modelle, die gibt es ja nicht nur für den 310er, sondern den gibt es ja auch von den 245 PS Motor, Plug-in-Hybrid und noch Benziner und für den 300 PSler. Also nicht nur für den 310er. Ne? Und ich habe jetzt für euch mal den günstigsten, also den 245 PS Benziner, voll ausgestattet. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was, wo ihr dann halt preislich liegt, wenn ihr jetzt nicht den 310er nimmt, aber ihr unbedingt Cup haben wollt mit einer guten Ausstattung, dann landet ihr bei 59.355, wenn ihr den 245 PSler Cup voll ausstattet. Und damit zählt natürlich dann auch immer die teuerste Farbe. Dann bin ich noch hingegangen, habe den normalen 310er, also den Motor mit Allrad, allerdings ohne Cup, das gibt es ja auch noch. Das heißt mit den normalen Sitzen und halt eben ohne den Cup, das Cup-Paket. Dann sind wir bei 61.740 Euro. Unsere Variante allerdings ohne, dass wir das dazu rechnen, dazu komme ich dann noch. Unsere, wie jetzt hier also steht, in Nevada Weiß als Cup mit Panoramadach und so weiter, Matrix, 62.555 und der maximale Preis ohne Abt, den ihr rausholen könnt, sind 65.120 Euro. Dann wäre ja Petrol Blue, wäre dann noch 310er, auch als Cup. Also im Prinzip ist es eben auch die Farbe, was dann noch teurer macht. Es ist kein Schnäppchen für 65.000 am Ende oder unsere eben 62.000, definitiv nicht. Aber ihr habt dann halt eben ein Kombi für die Familie. Ihr könnt im Alltag komfortabel mit eurer Familie fahren. Ihr könnt am Wochenende mit den Jungs oder Mädels halt eben auch sportlich sein. Und ihr habt halt ein schönes Auto. Ihr habt die ganze Technik mit an Bord und ein Panoramadach. Am Ende habt ihr halt auch alles. Und dann sind die 65.000 für heutige Verhältnisse, was wir heute alles so ausgeben müssen, noch relativ human. Wenn ich bedenke, dass ein Golf R 75.000 kostet, der dann kein Kombi ist. Also 20 Years Edition. Ja, also schreibt es mir gerne drunter, was ihr dazu sagt. Es werden die klassischen Hater-Kommentare natürlich immer dazu kommen, aber ich finde es noch in einigermaßen fair für heutige Verhältnisse, wo alles teurer wird. Dann habe ich aber noch für euch das mal rausgeschrieben, wenn ihr Abt tatsächlich haben wollt. Also 2450 kostet die Leistungssteigerung mit 60 PS mehr, 50 Newtonmeter mehr und 1738 Euro würde die Tieferlegung 25 bis 33 bis 30 mm kosten. Dann gäbe es noch Felgen, die habe ich jetzt nicht rausgeschrieben, weil wir die ja hier auch nicht haben. Dann liegen wir also mit beiden Sachen, die wir jetzt hier haben, bei insgesamt 67.144 mit unserem Auto plus diese Abtsachen. Aber wie gesagt, zur Abt habe ich ja schon mein Wort gesagt, braucht man nicht unbedingt. Das Auto ist auch an sich so schon toll. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Was sagt ihr? Und da sind jetzt mehrere Fragen möglich. Was sagt ihr allgemein zum Cupra Leon ST? Den haben wir euch ja noch gar nicht vorgestellt. Ist das was, so eine eierlegende Wollmilchsau, viel Platz, Komfort und Sportlichkeit? Oder würdet ihr eher zum Golf R greifen oder zum Octavia RS oder was anderes? Ist das spezielle Cup was für euch? Mit den Schalensitzen, dem Seitenschweller, einfach diese, ja, wenn man sowieso hohe Ausstattung will, dass man dann auch noch diese Sportlichkeit ins Detail mitnimmt. Und würdet ihr auch tatsächlich was von Abt dran machen lassen? Oder sagt ihr, nee, das ist dann too much? Da bin ich jetzt gespannt. Die Folierung ist wie immer bei Cupra derzeit richtig cool gelungen. Und das war unsere Vorstellung des aktuellen Cupra Leon VZ Cup Abt. Voller Name hier aus dem Schwarzwald bei 30 Grad. Ich bedanke euch fürs Zusehen und ich freue mich, wenn ihr uns abonniert, weil dann wachsen wir weiter, können euch immer mehr zeigen. Uns macht das einfach unheimlich Laune und dazu schmeißen wir uns auch in Schale bei diesen Temperaturen. Ich sage Dankeschön, genießt noch ein bisschen die Aussicht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute.